Hier, Manu. Ja. Als nächstes sind wir hier auf einem schönen großen Haus. Ja. Dann wäre ich einfach mal dafür, dass du mal zu mir kommst, dich hier hinstellst und den Comment-Block aus deiner Etsy holst und einfach mal ins Void wirfst. Moin Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ich bin hier wieder auf noska.de, IP ist rechts im Scoreboard und unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei und ich habe heute Lali mit dabei. Was geht? Hallo. Und ja, wir sind hier eben heute nochmal dabei, eine weitere Folge zu machen von Dieser Moderator steuert mich in einer besseren Version. Einige wissen vielleicht schon, das war eines meiner ersten Minecraft-Videos auf diesem Kanal hier. Und jetzt gibt es das Ganze nochmal als Update in einer besseren Version. Okay. Also zuerst habe ich mir überlegt, dass wir mal zu unserem neuen Supporter Philipp gehen. Ja. Und du fragst ihn einfach mal, ob du ihm irgendwie was helfen kannst, ob du ihm einen Gefallen tun kannst, ihm was schenken oder so. Okay. Vielleicht hat der ja einen Wunsch. Dann schauen wir mal, ob er überhaupt da ist. Ja, es sieht so aus, als wäre er da. Okay. MSG Philipp Square. Hi. Kann ich dir einen Wunsch erfüllen? Okay, das kam schnell. Wäre schon nice, wenn du mir eine Mio wieder voll gemacht wird. Okay, schauen wir mal, wie viel hat er denn momentan? Money Philips Square. Okay, er hat momentan 860.000 Coins. Dann würde ich sagen, ich paye mal 190k. Das geht ja einigermaßen noch klar, das ist verkraftbar. Nicht wahr? Okay, dann Philips Square 190.000. Ich verschreiben. So, okay, dann gebe ich ihm die jetzt mal. Viel Spaß damit. Okay. Und, ja. Aber weil du ja so ein netter Admin bist und gar nicht geizig oder so, mach doch mal /pay und pay Philipp mal eine Million. Pay Philipp sogar eine Million. Mhm. Also jetzt wird es langsam hart hier. In der Tat. Na, ist doch noch verkraftbar. Okay, eine Mio. Es schreibt schon danke dir, okay, aber jetzt hauen wir nochmal eine Mio an Philipp Square raus. Ich hoffe, er freut sich darüber. Falls du dieses Video siehst, sei gegrüßt, Philipp. Viel Spaß mit der Mio. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Spieler. Vielleicht schauen wir doch mal, ob Laxka da ist. Laxka, okay, jetzt geht's ab. TP Laxka. Ja. Das sieht nicht so aus, als wäre sie da, oder er. Dann schauen wir mal ganz kurz in sein Inf. Er ist relativ leer, dann kannst du doch einfach mal was aus dem Shop aussuchen und ihm das ins Inf schmeißen. Vielleicht freut er sich. Naja, du kannst ihm ja zum Beispiel aus dem neuen Special Shop so 4 Fahrstühle kaufen, vielleicht so eine Angel für 5k. Ja, Fahrstühle, okay. Und eine Angel auch noch. Ja. Okay. Und das ihm einfach mal ins Inventar werfen. Ja, dann gebe ich ihm das Ganze mal. Oder ihr, man weiß es nicht so genau. Dann kannst du einfach mal /Werbung machen und fragen, ob jemand einen Stein von dir kaufen möchte. Oh Gott, jetzt wird's cringe. /Werbung. Mag wer einen Stein von mir kaufen, oder wie? Ja. Okay. Einen Stein von mir kaufen. Okay, ich schicke das Ganze jetzt ab, Leute. Jetzt seht ihr diese Nachricht. Okay, die Werbung ist draußen. Okay, was soll ich darauf dann jetzt antworten? So, also Gecko möchte den Stein kaufen. Dann holst du jetzt einfach mal einen Stein. Ja. Und, ja, keine Ahnung, kannst ja, du hast jetzt schon viel Geld verloren. Kannst ja sagen, dass du für so einen Stein so 20k möchtest. Okay. /MSG, nee, wie heißt denn der? /RealName. Okay, cool. Das ist Fighterspec. Okay, /MSG Fighterspec. Du möchtest also einen Stein? Er schreibt ja. Okay, dann zeige ich mal. Einer kostet 20k. Okay, ich habe meine Bedenken, dass der antwortet, oder Lali? Also, dass der dem Angebot zuschlägt. Also, ich denke schon, dass der das kauft. Kann ich ihn sehen, sagt er. Ja, okay. Ich sag mal, es soll mein Inf schauen. Schaue mein Inf. Denkst du, er wird ihn holen?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Preis ist. Muss ich den jetzt ein bisschen hier handeln? Nee, du sagst ihm einfach, es ist ein guter Preis und du hast schon extra ein bisschen günstiger gemacht. Okay, er hat geschrieben, ich finde 20k trotzdem zu teuer, Ladi. Was machen wir jetzt? Dann sag ihm, dass du das sogar noch signieren würdest. Dann wären es aber 30k. Würde es auch signieren. Und dann schreibe ich noch, wenn er ja sagt, dann wären es aber inklusive Lieferung 30k. Inklusive Lieferung. Oh. Lieferung. Dann tp dich doch mal zu dem. / tp Fighterspec. Und okay. Sag, es soll dir payen. Mhm. Pay mir. Ich signiere den schon mal. Nee, mach mal nicht. Okay. Okay, er hat mir jetzt 30k gepayt. Genau, und jetzt wirfst du den einfach, tippst du dich zu dem und wirfst ihm einfach den normalen Stein ins Inventar. Ja, okay. Jetzt schreibe ich noch Danke für den Einkauf. Und jetzt gehen wir einfach, jetzt machen wir einfach okay. /C oder ES. So. Genau. Oder sowas und dann... Ja. War das doch ein gutes Geschäft? Er schreibt, der ist nicht signiert. Ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal und machen einfach direkt weiter. Du hast gerade einen Spieler gescannt, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Leute, nehmt es nicht übel, beschwert euch bei Ladi. Wir werden sie nach dem Video aus dem Team kicken für Scamming. Ich wurde dazu angestiftet, ich kann da nichts dafür. Entschuldigung, weiter. Genau, Manu hat da genau richtig das gesagt. Das ist jetzt heute mein letzter Tag im Team. Ab morgen bin ich draußen, denn... Genau. Ja. Darf ich das eventuell auflisten, Dali? Ja, natürlich. /pay Faldersberg. Komm, ich gebe den jetzt sogar mal 50k auf Ehre. Hier, Manu, als nächstes legst du mal alle deine wertvollen Sachen aus dem Inventar. Oh Gott, ich hab Angst. Und, okay, ja, dann warte. Ja, warte mal. Okay, ich hol mir mal ein Nordkit hier. Nee. Du spielst heute mit einem Blaze-Kit. Oh nein. Und dann magst du dann auch einfach mal Slash Arena, Manu? Nein! Mein Kopf, Alter, nein! Manu, du machst jetzt Slash Kid Blaze und ja. Wenn du soweit bist, machst du auch einfach mal Slash Arena. Ja. Und stellst dich dann da erstmal vielleicht auch ohne Vanish hin. So Leute, ich habe jetzt das Notchback genommen, das muss ja Lali nicht wissen. Slash Arena hast du gesagt, okay. Ja, genau, und dann warten wir jetzt einfach mal auf jemanden, zum Beispiel Fighterspec oder sonstiges. Ja. Und dann springst du jetzt einfach mal runter, schau mal, Marcel ist auch schon da. Ich möchte und, das nicht. Kämpfst vor allem so lange, nicht, bis du bist. Vor allem nicht HP gegen bist. Die, das sind PvP-Profis. Ja, genau. Ich also, möchte das runter, nicht, Lali. Lässt sich auf 3 HP runterboxen und dann machst du einfach Slash Vanish. Sehr gerne. Beziehungsweise, warte, ich mach mir ganz schnell einen Hockey. Oder so. So, dann machen wir kurz einen Test. Vanish aktiviert, deaktiviert. Okay, funktioniert. Perfekt, jetzt habe ich einen Vanish-Hockey. Okay, und dann geht's los. Oder dann stürzen wir uns mal runter. Scheiße, ich habe keine OP-Goldäpfel. Egal. Okay. Also, dann gehe ich einfach im Vanish. Okay. Was geht denn hier gerade so ab? Okay, da ist unser SR-Mod Marcel. Und hier unten jetzt, sind zwei. Jetzt kannst du dir auch aussuchen, ob du gegen Marcel spielen möchtest. Ja. Oder ob du einfach mal in die Menge springst und dich überraschen lässt, wenn ich zuerst angreife. Oh Gott, hier werden schon Pfeile hochgeschossen. Ich möchte das nicht, Lali. Überlege nicht, sondern joine. Nordsky.de. Ab in die Schlacht, ab in die Schlacht. Oh Gott, jetzt geht's ab, okay. Jetzt hauen wir deine PvP-Skills raus. Oh shit. Nein! Ich bin einfach zu dumm für PvP. Der hat null Schaden, ne? Manu, das machst du sehr gut. Ja, obwohl, warte. Nein!
Deswegen ist der kann reingeben, ne? Ja. Dir, blöd. Was leckt der, wie scheiße. Oh mein Gott, nein, nein. Hockey. Yes. Das war. Ich bin schon ehrenlos. Genau. Okay. Kann man deinem Shop was kaufen? Er schreibt noch nicht, aber bald. Ja, dann frag ihn doch mal, dass du dringend etwas von ihm kaufen möchtest, ob er dann irgendwas hat, was er dir verkaufen möchte. Er möchte dringend bei dir etwas kaufen. Hättest du da etwas auf Lager? Gut, also Mr. Kompliziert hat sich leider nicht mehr gemeldet. Wir haben es jetzt nochmal lange gewartet und ihn sogar mal auf Teamspeak angestupst, aber ich glaube, irgendwie hat er keine Lust mehr auf mich mittlerweile, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Gut, dann würde ich jetzt aber trotzdem sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und um keines meiner weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Und ja, Lali, hast du noch irgendwelche abschließende Worte? Nee. Okay, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Tschüss. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist. So wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist. Ich brauch dich so wie du bist.